Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Lidl, Ikea und Amazon Haul für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es war Amazon Prime Day. Ich habe mich selber geinfluenced und mein Freund brauchte was bei Lidl aus dem Online-Shop. Und meine Mama und ich waren bei Ikea, das ist meistens etwas eskalativ, aber ich musste quasi meine Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke einlösen. So, dann starten wir doch einfach mal. Und zwar habe ich euch in meinem Favoritenvideo von den Halbjahresfavoriten diese wundervollen Knieschützer gezeigt und auch in der Infobox verlinkt und damit habe ich mich selbst geinfluenced, weil als ich den Link rausgesucht habe, habe ich gesehen, dass es sie gibt und habe mir direkt 4 Paar davon nachbestellt. Ein paar habe ich hier, 3 Paar liegen schon bei uns in der Garage und es ist meistens so, einerseits verwende ich die selber, wenn ich in den Garten gehe, weil die haben halt wirklich so eine Gel- Einlage hier mit drin. Das sind eigentlich so Bauknieschoner. Die haben hier aber richtig geil, so mega. Wenn ich bei uns einfach, wir haben keinen englischen Rasen, wir haben hier auch mal Löcher drin, auch unser Vorbeet, dann ne, kruckst du da immer über die Pflanzen drüber und so. Und da finde ich das ganz cool, wenn man halt was an den Knien hat, was das Ganze schützt. Natürlich kann man sich auch diese Matten nehmen, die man dann immer weiter trägt. Das geht mir aber auf den Keks. Vor allem, weil ich meistens nicht meine beiden Knie so schön akkurat nebeneinander stehen habe, sondern ein Bein hier, ein Bein irgendwo da hinten. Und da meine Verrenkung mache. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man diese Knieschützer hat. Die kosten bei Lidl, ich glaube, im Onlineshop 8,99. Die gibt es fast immer dort. Verlinke ich euch jetzt hier auch mal wieder in der Infobox. Ich versuche sowieso alles, was ich hier habe, zu verlinken. Und ich kann die nur empfehlen. Ich mache mir meistens hier in diesem Vieh noch einen Knoten rein, dass dieses Band ein bisschen kürzer ist, weil ich bin halt eine Frau. Die sind eigentlich eher konzipiert für Männer. Ich finde die aber wahnsinnig toll und habe da schon sehr viele Leute in meinem Umfeld mit glücklich gemacht. Letztens erst mein Vater, weil er seine Terrasse neu macht und der lief da rum mit irgendwelchen komischen Sachen an seinen Knien und dann hab ich ihm einfach ein paar Knieschützer geschenkt. Man ist ja eine nette Tochter, ne? Ebenfalls im Lidl Online-Shop habe ich mir einmal eine Trockner- und eine Waschmaschinenauflage mitgenommen. Eigentlich sind das beides Waschmaschinenauflageviecher. Eins ist so in Anthrazit, das passt einigermaßen. Also ich muss da wirklich zerren, ich hatte das eben mal versucht, weil das hat halt eigentlich so ein Maximalmaß und unsere Waschmaschine ist ein bisschen größer als das Ding. Das ist von Meradiso. Ich weiß nicht, online stand auch dabei, für wie viel das maximal ist. Ne? Kannst aber auch ganz normal waschen. Und wir haben halt unten bei uns, unser Keller ist jetzt ja nicht hochgradig piekfein sauber und hast du nicht gesehen. Das heißt, auch wenn dann der Trockner läuft und so, dann hast du ja überall diese Fusselkram-Geschichten. Und dann finde ich es ganz gut, wenn wir dann Schoner drüber haben. Das ist dann für das eine. Und daneben haben wir dann den Trockner stehen und der Trockner bekommt eine ganz besondere Auflage, nämlich diese hier. Die fand ich, das ist ein bisschen Mädchenkomm, ne? Wir haben hier Flamingos drauf, Einhörner haben wir mit drauf, wir haben Krönchen mit drauf, Ananas, Erdbeeren oder Himbeeren, wie auch immer man das nimmt. Ach, es ist ein Traum, komm, so ein bisschen Spaß muss sein. Weekend, Miau, Dreamer, ja. Muss ja auch sein, dass man im Haushalt auch mal Spaß hat. Und das gab es da irgendwie und dann habe ich das mitbestellt. So, dann gehe ich jetzt mal zu Amazon weiter, weil für Ikea brauche ich ein bisschen mehr Platz und muss die Kamera drehen, weil ich hier auch ein paar Schränke neu habe. Da habe ich einmal bestellt den Klassiker, das Trinkspiel oder wie auch immer man es verwenden möchte. Das ist Krokodok. Krokodok kenne ich noch aus meiner Jugend. Da habe ich das immer mit meinen Cousins gespielt bei denen zu Hause, das weiß ich noch, mit Jan und Lars. Und das ist halt, wer es nicht kennt, Krokodok ist einfach ein Krokodil und man muss den Zahn finden, der wehtut, sage ich mal. Dann kann man hier nach und nach immer so die Zähne eindrücken und das ist halt so random und irgendwann schnappt das Ding halt zu und wenn es zuschnappt, dann hat man halt verloren. Ne? Also das ist halt die Sache. Im Erwachsenenalter wurden dann solche Geschichten, genauso wie Looping Louie und so weiter, reanimiert und zu Trinkspielen umgearbeitet. Man kann sie aber auch super für die Beziehung verwenden, sodass man sagt, wer muss heute Küche machen, wer muss heute kochen, wer muss heute das Badezimmer sauber machen. Finde ich sehr witzig von der Idee her und deswegen... Ich hab ein Clown gefrühstückt, das tut mir leid. Und da war halt irgendwie auch mega Rabatt drauf, weil Amazon Prime Days und so... Ja, da hat Marion jetzt hieran tatsächlich Schuld, denn sie hat mir letztens einen Keksteig zum Löffeln von Spooning in mein Tauschpaket mit ihr gepackt. Und da habe ich letztens, kurz vor meinen Los Vojos, so dermaßen Bock drauf gekriegt, dass ich mir jetzt hier von dem ganzen
eine ganze Palette bestellt habe. Wie viel sind denn da drin? 4 Stück. Ja komm, das geht, ne? Dann machst du dir halt dann Butter mit dabei oder du kannst auch einfach Öl oder sowas nehmen. Und dann hast du halt Keksteig zum Löffeln. Das ist jetzt der Klassiker. Ich habe mir letztens beim Mutathaus noch welche bestellt in dieser Victoria Sarina Limited Edition. Aber ich wollte auch mal wieder den Klassiker haben. Ja, das ist, eigentlich sind das, glaube ich, 4 Portionen oder so. Ich esse sowas wirklich an einem Stück, ne? Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken und freue mich meines Lebens. Es ist wirklich so lecker. Es ist Zucker pur, aber es ist richtig, richtig lecker. Platz. Platz wäre mal nice. Dann habe ich mir auch noch ein bisschen was mitgenommen, was einfach jetzt auch fürs Vloggen, was ich gegebenenfalls demnächst mal mache, eine ganz coole Nummer wäre. Und zwar hatte das Miloflori empfohlen, sich halt wirklich den Original-Gorilla-Pot zu holen. Das ist halt ein Stativ, was du halt über alles Mögliche drumherum schlingen kannst oder auch gut festhalten kannst. Und Amazon Prime Days war reduziert. Was willst du machen, ne? Und da würde ich mir dann einfach meine Vlogging-Kamera reinmachen oder mit einem zusätzlichen Gedönsen noch mein Handy dazwischen oder so. Und ja, man kennt das, glaube ich, auch ganz gut mittlerweile. Kann ich euch aber auch verlinken und wird dann auch demnächst mal ausprobiert werden. Ich freue mich da tatsächlich schon drauf, weil ich wollte immer ein ordentliches Stativ haben. Jetzt nicht für meine normale Standkamera, sondern wenn ich jetzt vlogge, wenn ich draußen mit Sammy filme oder so. Und ja. Das ist einfach ein Stativ. Das freut mich. Das finde ich cool. Das war ein bisschen teurer, aber es war quasi mein Geburtstagsgeschenk, weil ich habe mir zum Geburtstag einige Amazon-Gutscheine gewünscht und konnte die dann jetzt entsprechend einlösen. Ja, das ist auch hier Equipment, ne? Da habe ich mir so Kabel geholt, die halt, weil ich habe bei meiner Vlogging-Cam keinen Audio-Ausgang quasi. Ich habe dann nur dieses Micro-USB und dann habe ich mir gedacht, dass es cool wäre, wenn ich dann Micro-USB zu Klinche oder Klinke, keine Ahnung, mache. Solche Verlängerungskabel habe ich mir bestellt. Und das hier ist dann quasi für USB, für den anderen USB-Anschluss, für den, den ich zum Beispiel in meinem Handy habe. Genau, das habe ich mir dann auch geholt. Fand ich irgendwie sinnvoll. Und dann habe ich mir, das habt ihr mir empfohlen, bunte Masken bestellt. Das hier sind jetzt Regenbogenfarben. So, so geil. Und die waren gar nicht so teuer. Das sind FFP2-Masken. Und die sind halt wirklich Rainbow, ne? Ich mag's. Ich mag's wirklich gerne. Ich habe es auch irgendwie letztens in einem Video erzählt, dass ich gerne halt bunte Masken hätte. Und jetzt habe ich wirklich Regenbogenmasken. Leute, ich freue mich. Ich finde es toll. Genau. Ja. Da sind auch irgendwie so Halteviecher mit dabei, dass man das quasi nicht um die Ohren macht, sondern dann im Nacken zusammen. Aber da habe ich, glaube ich, nicht die Kopfform für. Das hält bei mir nicht so wirklich. Ich mache das halt ganz regulär hinter die Ohren. Aber bin jetzt sehr bunt unterwegs. Und das finde ich sehr schön. So. Ich brauche irgendwie hier mehr Tische. Dann habe ich etwas Cooles aber für ein Tauschpaket, weil ich habe obviously einen Hund und keine Katze. Das hier ist ein LED Flash Cat Ball. Und das war halt aufgrund Amazon Prime Day super reduziert. Und da ich mit vielen Katzenliebhabern und Liebhaberinnen ab und an mal Pakete mache oder so, fand ich das ganz süß, das einfach mal zu machen. Da hast du auch eine Farbe mit dabei und dann hast du so ein Fliegevieh, was dann so rumfliegt und die Katze freut sich ihres Lebens. Ich fand das total schön. Und da ist auch Katzenminze mit drin, das heißt, es animiert das Ganze ja nochmal. 5 verschiedene Accessoires hast du hier mit drin, dass man dem Tier auch Abwechslung geben kann. Und ja. Ein Random Movement, also quasi ein zufällige Bewegung macht das Ding dann. Und dann rollt das durch die Gegend, die Katze eskaliert. Ich finde das schön. So, ne? Also ich stelle mir das schön vor, ich habe einen Hund, aber gut. Dann habe ich mir noch ein neues Duschradio bestellt, weil ich habe ja unter der Dusche ein Duschradio drin, was ziemlich genau das gleiche ist. Aber unseres ist aufgrund unseres kalkhaltigen Wassers mittlerweile echt mitgenommen. Das hier ist jetzt ein neues, was ich mir dann bestellt habe. Diese Verpackung ist etwas mitgenommen, aber das ist nicht schlimm, denn ich habe das so gemacht, dass die ganzen Produkte auch weitestgehend in einem Paket drin sind. Das kann man ja auswählen. Dann kommt das vielleicht mal 1-2 Tage später an, aber dafür hast du halt dann nicht 20 Kartons hier rumstehen, ne? Nee, tatsächlich. Ich dachte, dass es blau wäre. Nee, das ist nicht blau. Du hast eine zufällige Farbe. Ich habe hier dann tatsächlich schwarz. Super, mein aktuelles Duschradio ist auch schwarz, dann passt das ja. Kannst halt einfach mit dem Saugnapf an die Fliesen machen. Und da draufhauen und es fällt raus. Ja, finde ich klasse. Und bei mir geht zum Beispiel dieses Ladevieh gar nicht mehr zu. Und dann habe ich immer ein bisschen Angst, dass ich irgendwann Bzzz unter der Dusche kriege. Genau, ja. 1A, ne? Finde ich klasse. Und kann ich euch auch nur empfehlen. Wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei. Da habe ich euch das auch verlinkt.
Aber jetzt habe ich es ja schon auseinandergenommen. Läuft. So, dann hatten wir auch reduziert, weil, ne, ich sage es die ganze Zeit, Prime Days, Batterien. Da habe ich mir die hier geholt. Das sind einmal die Dreifach-A-Viecher, die brauchen wir halt öfters mal. Und vor allem die Zweifach-A-Dinger, die sind ja für so viele Dinge, brauchen wir die. Mein Freund spielt ja auch Konsolengedönsen, Xbox One, ich weiß gar nicht, wie das heißt, World of Tanks oder so, keine Ahnung. Und ja, dann kann er das entsprechend, hat er Nachschub für seinen Controller und freut sich einen Keks, weil er jetzt wieder, ohne den Saft zu verlieren, quasi weiterspielen kann. So, wir sind jetzt durch mit Amazon, wir sind durch mit Lidl, wir sind dermaßen durch und haben jetzt noch Ikea vor uns. Und wie gesagt, also das ein oder andere hatte ich wirklich schon auf dem Einkaufszettel stehen. Zum Beispiel hat mein Freund gesagt, dass wir so ein neues Set haben wollen. Da war uns nicht bewusst, wie dieser Pfannenwender aussieht und jetzt blinkt der Akku. Toll. Und da haben wir einmal eine Kelle drin, dann haben wir da einen Löffel drin und ein Pfannenwender. Ja, der Pfannenwender ist jetzt nicht so ganz so optimal. Das wäre schöner gewesen, wenn er flacher gewesen wäre. Aber egal, so haben wir es auf jeden Fall jetzt auch nochmal. Wir hatten welche von KitchenAid, wir hatten welche von Tupper. Und da muss ich sagen, die haben echt nicht so lange bei uns gehalten. Wir verwenden die natürlich auch recht häufig. Und dann haben wir gesagt, komm, dann können wir uns auch ein relativ günstiges Set holen, wenn die eh nicht so lange halten. Selbst diese qualitativ hochwertigen, die halt so, ne, teuer auch sind, habe ich das einfach mal mitgenommen. So, dann habe ich, ja, ich glaube, der Rest war nicht ganz so, ja. Okay, Badematten. Wir haben bei uns Badematten in dunkelgrau, in Anthrazit im Schlafzimmer, im Badezimmer und ich wasche die aber relativ häufig. Also so einmal die Woche schmeiße ich die auch in die Wäsche rein und da wollte ich gerne eine zweite Garnitur haben, denn ansonsten war das immer so, dass die dann quasi, das Badezimmer dann ohne Badematten war und dann habe ich jetzt einfach nochmal genau die gleichen mitgenommen in einer anderen Farbe und da halt unsere Handtücher auch so Anthrazit und in diesem hellblau sind, fand ich das einfach super passend. Wir haben zwei Waschtische, da ist jeweils ein Ding vor, dann vor der Toilette ist ein Ding vor und ein großes ist halt vor unserer Walk-in-Dusche. Und deswegen habe ich drei Stück von denen hier mitgenommen. Die sind noch so fest und so fluffig, ne? Das sind die ja bei uns mittlerweile nicht mehr, weil die kommen auch immer in Trockner und alles. Und ja, das ist preislich halt vollkommen in Ordnung. Ich hätte gerne welche gehabt, die nicht so tiefe Noppen haben, weil da fusseln sich gerne meine Haare vor allem drumherum, weil doch sehr lang. Aber egal, ne? Im Trockner geht das meiste eh raus, also 2-3 Mal. Und dann halt noch die große, da habe ich die hier dann auch mitgenommen, ja. Ich finde das einfach als Badematte so klasse. Du hast hier ganz am Anfang noch eine ganz leichte Anti-Rutsch-Beschichtung drunter, die ist ruckzuck weg. Das ist aber nicht schlimm, aber du kannst die halt in eine Waschmaschine schmeißen, in den Trockner schmeißen und die sind halt so flexibel. Finde ich persönlich super, deswegen mag ich auch gerne diese hier. Und ich glaube, das ist halt auch so eine klassische Badematten-Geschichte, die sau viele von Ikea haben, ne? Zack. Dann habe ich tatsächlich, ohne meinen Freund vorher zu fragen, uns neue Nachttischlampen geholt. Wir haben vorher schon drüber nachgedacht, dass wir welche haben wollen würden, hatten aber bislang keine gefunden, die uns gefallen haben. Und dann hatte ich jetzt so in der Lampenabteilung geschaut und habe die hier gefunden und die fand ich ganz schön. Die heißen Twerfoot. Twerfoot, genau, die habe ich mitgenommen. Ich hätte die super gerne mit einem messingfarbenen oder kupferfarbenen Fuß gehabt. Die hat jetzt einen schwarzen Fuß. Wir haben da auch schon die Lampen für gekauft, deswegen kann ich die jetzt auch mal direkt euch anzeigen. Ich habe die jetzt auch eingestöpselt, also ne, die hatten also wir haben ganz leichtes Licht hier nur reingemacht. Also wir könnten natürlich auch intensiver werden, ist aber glaube ich nur 1-2 Watt oder so. Aber wir wollten halt so eine Filamentleuchte haben, also dass man quasi hier auch diese die Viecher darin sieht, diesen Glühdraht, ne? Und ich finde die Lampe an sich auch recht schön. Wir haben ja so ein, unser Schlafzimmer ist ja so, ja, landhausmäßig echt gestaltet. Wir haben das große Malmbett, die Packstränke und das ganze eicheweiß lasiert ist die Farbe. Dann haben wir einen sehr geilen Boden. Kork-Vinyl ist das, glaube ich. Kork-Vinyl, genau. Also du hast unten Kork und obendrauf ist so eine Vinylschicht. Und das ist auch so ein bisschen uneben und sieht halt nach Holz richtig geil aus. Ist aber relativ robust. Und genau, und dann auch so eine riesengroße grüne Fototapete dahinter mit dem Wald. Und da kommt halt so eine Lampe ganz schön. Ne? Und da wir eh jetzt nicht so die sind, die am Bett lesen, sondern eher die noch am Bett surfen oder mal eben kurz gucken müssen, wo das Wasser steht oder so, reicht das vollkommen aus. Genau, deswegen, die Lampen durften zweimal mit, weil zwei Nachttische. Und dann habe ich noch ein bisschen eine Fusselbürste mitgenommen, weil wir haben einen Hund und die war in einem Riesenaufsteller für 1 Euro.
habe ich mitgenommen und dann habe ich meine Mama gefragt, ob ich da Nachfüller mitnehmen sollte. Und dann sagte sie, ach, bei einem Euro. Ja, ich habe keine Nachfüller mitgenommen. Das stimmt auch wohl, ne? Den Stiel, ja, ist auch Plastik. Aber egal, an Nachfüller kommt man woran. Aber ich persönlich habe keine Fusselrolle. Ich glaube, mein Freund hat irgendwo noch eine. Aber gut, dann habe ich auf Anraten meiner Mutter diese Dinger mitgenommen. Mein Freund sagte mir dann nur zu Hause, Claudia, wir hatten sowas schon mal, das hast du schon mal gekauft und auch schon mal weggeschmissen. Okay, ich habe das nicht so in meiner Erinnerung. Auf jeden Fall sind das so ein Zweier-Set-Dinger, die kannst du so zwischen Pfannen machen und dann zerkratzt das nicht so. Ich fand das eigentlich voll intelligent und voll gut und meine Mama hat mich auch sehr gut überzeugt, die zu kaufen. Ich weiß nicht, Bedömer. Ich liebe diese Namen von Ikea, ich sag's euch. Dann haben wir Duftkerzen mitgenommen. Meine Mama hat übrigens vergessen, ein paar Sachen aus meiner Ikea-Tüte mit rauszunehmen, weswegen ich ihr die nächste Woche gebe, wenn wir uns sehen. Duftkerzen habe ich hier einmal, das hat meine Mama mir auch gesagt, dass ich das mitnehmen soll, weil das gut riecht. Ich hatte meine Maske auf, ich konnte echt nicht gut riechen. Das ist mit frisch gebackener Waffel und Vanilleeis. Sinnlick heißt das. Sieht so aus. Und das fand ich auch sehr schön, als ich das nachher dann zu Hause gerochen habe. Sehr, weiß ich nicht, wirklich süß. Aber nicht so diese klassische Vanillesüße, sondern irgendwie schon so dieses frisch gebackene Waffelgedönsen, das riecht man schon. Ich mag das und ich kriege gerade echt Hunger. Mein Freund wollte gleich Nudeln machen. Ich freue mich wie sonst was. Wellduft habe ich auch mitgenommen. Das sollte so ein bisschen nach weißer irgendwas Blume riechen. Da finde ich das Gläschen auch ganz schön, muss ich sagen. Da hätte ich mir tatsächlich... Habe ich das? Ist es das gleiche Design? Nee, schade. Ich habe nur von dem Blauen nur eins mitgenommen, aber ansonsten habe ich noch ein weißes mitgenommen. Das mag ich jetzt im Sommer sehr, sehr gerne. Weil das so ein schön leichter Blumenduft ist. Mag ich. Dann hat meine Mama mir nachgekauft, auch Wellduft, aber das ist die, also da habe ich jetzt hier zwei von, ne? Eine gehört meiner Mama und eine gehört mir. Das ist Kaffeepause, hat sich das, glaube ich, genannt. Das ist mit Kaffeeduft und Keksen. Und Leute, wer mich kennt, weiß, ich liebe Kaffee und auch Kaffeeduft. Das ist perfekt, wenn du jetzt zum Beispiel daran denkst, in der Küche hast du irgendwas gekocht, was irgendwie super stinkig ist oder so. Dann kannst du so eine Kerze anmachen, das neutralisiert die Düfte halt. Und das riecht voll nach Kaffee. Ich liebe das. Oh, ich freue mich drauf, wenn unsere Küche so riecht. Boah. Hier habe ich einen Einsatz mitgenommen. Da habe ich aber drei Stück von mitgenommen. Ich hätte noch mehr davon mitnehmen sollen, aber gut. Ja, die sind für meine Alex-Schränke, die ihr gleich sehen werdet. Denn das ist mein Geburtstagsgeschenk gewesen. Jedenfalls einer davon. Die anderen beiden habe ich mir dann selber gekauft. Und dieses Ding nennt sich Antonius. Und die passen da halt ganz gut rein. Da hast du zwar immer noch ein bisschen Luft, aber jetzt habe ich endlich meine Alex-Kommoden und kann dann auch demnächst mal meine Schminksammlung abdrehen. Ich freue mich so sehr. Ein bisschen was zu futtern habe ich noch mitgenommen, und zwar Original Ballerina. Das ist halt mit Nougat und mein Freund liebt Nougat. Und da habe ich mir gedacht, okay, Kekse, Nougat, mein Freund wird es lieben. Ich mache ihn damit glücklich. Und die hat meine Mama mitgenommen, aber wir haben die in einer etwas anderen Ausführung auch gekauft. Also ich glaube, das ist eh das Gleiche. Das sind diese Haferkekse. Die sind richtig geil. Das sind nicht die mit Schoko, sondern das sind einfach ganz klassische Haferkekse. Die kriegt man bei uns immer dann im separaten Essenshop, im Schweden-Shop dort. Und deswegen, das ist von meiner Mama. Genau wie die Kerze auch. Das darf ich nicht vergessen. Das stelle ich zur Seite. Dann kriegt ihr das nämlich nächste Woche mit. Und jetzt schwenke ich mal die Kamera um, weil ich den wundervollsten Freund der Welt habe. Und er mir einfach schon meine Alex-Kommoden aufgebaut hat. Es ist so, so geil. Ich war gestern mit Sammy spazieren. Und dann sagte mein Freund, komm, ich baue dir die mal eben zusammen. Mal eben. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Er fand es auch ein bisschen anstrengend und nervig, aber... Herz gemacht. Und dann habe ich das gestern alles einsortiert, aber noch nicht ordentlich. Das heißt, Schminksammlung kommt noch. Ich muss auch noch deklattern und so weiter. Also das mache ich dann alles in einem Zug. Ich habe jetzt einfach nur zugesehen, dass ich alles reinpacke, ne? Auch so ein Schminkzimmer-Update gebe ich euch dann. Und hier sind sie. Meine drei Alex-Schränke. Und hiermit bin ich offiziell eine Beauty-YouTuberin, würde ich mal so sagen. Ich liebe sie. Und da ist Mr. Wow. Ist das nicht unheimlich süß? Oh. Ja, auf jeden Fall, ja, gehört das natürlich auch zu meinem Haul mit dazu und ich bin super, super glücklich. Das Einzige, was mich an den Alex-Schränken nervt, ist, dass man halt wirklich die
Schubladen nicht komplett rausziehen kann. Also da fehlt immer noch so ein Stück, sodass man dann hinten quasi in den Schrank irgendwas reinmachen müsste, was man jetzt nicht zwingend braucht, irgendwelche Backups oder sowas. Aber trotzdem finde ich das System ganz cool und ich hoffe, dass ich irgendwie da noch eine schöne Einsortierung mir für organisiert bekomme, weil das, wie es aktuell ist, gefällt es mir noch gar nicht. Deswegen mag ich das auch noch gar nicht so zeigen. Aber meine drei Alexe, auf die ich sehr, sehr stolz bin, also meine Pflegesammlung ist auch noch ganz normal, klassisch in meinen anderen IKEA-Boxen in meinem Billigregal drin und das bleibt auch so, das möchte ich auch so beibehalten, also da ist komplett nur Schminke drin. Hier wird es auch eine kleine Umgestaltung geben und zwar hatte ich vorher da auch eine Bester-Kommode stehen, die hat mein Freund sich auch schon eben tatsächlich rübergeholt in sein, ich wollte gerade Schminkzimmer sagen, nein, in seinen Hobbyraum. Ich habe hier noch eine dunkle Bester-Kommode stehen, auf der stehen meine Pinsel noch, da werde ich mir aus dem Keller, da haben wir nämlich noch welche, zwei Lacktische holen, um da sowohl meine Beleuchtung drauf zu machen, als auch die Pinsel drauf zu stellen. Hier wird die Malmkommode wegkommen. Hier habe ich auch schon die beiden obersten Schubladen komplett leer. Da waren nämlich meine Schminke mit drin. Die untersten zwei sind Kamera-Equipment und so weiter. Dafür kriege ich hier dann eine kleine weiße Kommode hin von Malm. Die haben wir nämlich auch noch bei meinem Freund im Zimmer stehen. Genau, deswegen wird hier so ein bisschen was umgestaltet und ich werde euch da auch ein bisschen mitnehmen und das mitfilmen, dass ihr das auch sehen könnt, wie ich das Ganze dann einsortiere bzw. organisiere. Ja, und das war jetzt mein Amazon, Lidl und Ikea Haul. Ich habe mir viel geholt tatsächlich, aber es waren doch weitestgehend Sachen, die ich als durchaus sinnvoll bezeichnen würde. Vor allem Crocodog ist das sinnvollste Spiel ever in einer Beziehung und rettet sehr viele Streite. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.